Liebe Freundinnen und Freunde, heute an diesem Tag vor genau 20 Jahren erklärte Außenminister Fischer in einem Gespräch mit Hans-Dietrich Genscher, dass die Berliner Mauer noch ewig stehen werde. Das war der letzte DDR-Außenminister Oskar Fischer. In der Zusammenlegung der Namen Oskar und Fischer war der Mann seiner Zeit weit voraus. In der Sache lag er allerdings total daneben. Sonst wären wir heute nicht hier, oder ich zumindest nicht, oder das Bündnis 90 in unserem Namen, für das ich hier stehe. Für mich war 90 die Rückkehr nach Europa, denn ich durfte die Jahre davor die DDR weder nach West noch nach Ost verlassen. Das waren so die fesselnden Momente im Leben der anderen. Deswegen war die friedliche Revolution auch die Selbstbefreiung einer aktiven Generation. Und es war zugleich eine europäische Revolution, weil sie den Gründungsmythos der Europäischen Union erweitert hat. Ein Europa, das heute nicht nur auf Versöhnung, sondern auch und auf der Friedensidee der großen alten Männer beruht, sondern auch auf dem Freiheitswillen der vielen Frauen und Männer, die ohne Gewalt eine Diktatur gestürzt und aus eigener Kraft die Demokratie als das Regelwerk der Freiheit erkämpft haben. Und Freiheit sollte nicht die bedingungslose Freiheit von Kapital und Markt sein. Hier geistert doch eher ein neoliberales Gespenst durch Europa, nachdem das Kommunistische sich als grausamer Spuk erwiesen hat. Die Freiheit, die wir heute wagen müssen in Europa, ist die Freiheit der Einzelnen und die Freiheit einer offenen Gesellschaft. Frei von permanenter Überwachung, Datenspeicherung, Online-Durchsuchung, Nacktscannern, biometrischer Rasterfahndung und anderer Schäublichkeiten. Schluss mit dieser Terrorhysterie. Die Leute haben doch heute mehr Angst vor ihrem Anlageberater als vor Al-Qaida. Europa ohne Schranken lautet das Motto der tschechischen Ratspräsidentschaft. Und ich kann nur hoffen, dass wir die beschränkte Wahrnehmung des Klimaklaus auf der Prager Burg damit auch überwinden. Denn die Rettung der Banken, die Abwehr der Wirtschaftskrise darf nicht dazu führen, dass wir erneut die Rettung des Klimas verschieben. Deswegen müssen wir das Nachhaltigkeitsprinzip in der Lissabon-Strategie zum Vorrang machen, wenn wir die innovativste, wettbewerbsfähigste Region der Welt sein wollen. Nicht 25% Rendite, sondern 100% Nachhaltigkeit sind rentabel. Nutzen wir die neue Zeit der Verantwortung und nehmen wir Obama beim Wort und bieten einen kooperativen Wettbewerb an, damit der New Green Deal eine globale Dimension bekommt. Die ökologische Modernisierung, die viele neue Jobs bringt, muss sich auch damit verbinden, dass wir das soziale Geflecht in Europa verstärken, dass wir diese Kultur der Maßlosigkeit überwinden, dass Reichtum ein Maß und Armut eine Grenze bekommt. Das sollten die neuen Grenzen Europas sein. Begrenzung der Managergehälter nach oben und der Löhne nach unten. Dieses soziale Europa überwindet auch die bornierte Volkssolidarität von linken und rechten Nationalisten. Europas Schnorrer sind die Steuerflüchtlinge, nicht die Boat People. Sie mahnen uns vielmehr daran, dass wir alle Kraft darauf setzen müssen, Hunger und Armut zu bekämpfen und auch an den Zielen des Klimaschutzes festzuhalten und nicht wie Frau Merkel große Worte. Ein heiliger Damm gegen die Klimakatastrophe und dann die Politik der kleinen Rückschritte. Wir haben es geahnt und hätten es wissen können. Sie hat ihre Doktorarbeit über Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch geschrieben. Irene erfreut mich mehr als Angela. Eine europäische Gemeinschaft für erneuerbare Energien, weil Europa ohne fossile und nukleare Energien auskommt und weil wir die Kulturlandschaften nicht länger der Braunkohleverstromung opfern sollten und auch die polnischen Kohleflöze können wir nicht bis zum Kap der Hoffnung abbauen. Die Zukunft der Energiewirtschaft liegt nicht mehr unter Tage. Sie sollte aber auch nicht in den Händen von Gazprom liegen. Und hier irrt Steinmeier, wenn er sagt,
Nur Träumer glauben in Europa, dass Europa unabhängig sein könnte von russischem Erdgas und russischem Erdöl. Mein Gott, was ist denn los? Früher hat man in dieser Partei mal gesungen, Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Heute müssen wir die Genossen mitnehmen ins solare Zeitalter, damit sie sich von Gazprom Gerhard erlösen. Wir wollen aber auch kein neues Gleichgewicht des Schreckens, so nach der Devise, was ist schon die NATO-Osterweiterung gegen die Westausdehnung von Gazprom. Wir müssen die Ängste vieler Menschen in Russland ernst nehmen, die in der NATO vor allen Dingen die USA im europäischen Tarnmantel sehen. Und wir müssen dieses von Bush geschaffene Warschauer Pakt, diesen Warschauer Pakt auflösen, der Raketenstationierung in Polen und Tschechien. Europa muss Zivilmacht bleiben und darf sich nicht in Bedrohungsszenarien einbinden lassen. Das verlangt aber auch auf der anderen Seite, dass die Raketenstationierung in Kaliningrad unterbleibt. Die Geburtsstadt Kant sollte zum Ausgangspunkt des ewigen Friedens werden. Nicht das Prinzip Kalaschnikow, sondern das Prinzip Sacharow. Abrüstung, Gewaltverzicht sollte die Zukunft bestimmen. Deswegen müssen wir alles tun, dass die alten Konflikte zwischen Russland und den Nachbarn nicht wieder aufbrechen und sich womöglich eine russische Wiederholung der jugoslawischen Katastrophe ereignet. Demokratien führen keinen Krieg gegeneinander. Deswegen müssen wir der gelenkten Demokratie in Russland die Vorzüge der gelebten Demokratie in Europa gegenüberstellen. Und dass man das Europäische Haus verlässt, wenn Massenmörder verehrt, kritische Journalisten, Anwälte erschossen und Homosexuelle verprügelt werden. Die Zivilgesellschaft wächst natürlich von unten und muss im eigenen Land wachsen. Aber hier können wir entscheidend helfen. Und hier sehe ich für uns und für mich eine wichtige Aufgabe. Denn ich möchte das weitergeben, was wir in der DDR-Opposition von Petra Kelly, Lukas Beckmann und anderen Grünen empfangen haben. Ihr kämpft nicht allein. Wir unterstützen euren Kampf gegen einen autokratischen Staat, dass daraus nicht wieder ein totalitäres System wird. Und liebe Freunde, kommst du bitte zum Schluss? Ich habe 89 erlebt und daran mitgewirkt, als maximal 3% eine Gesellschaft in Bewegungen umgekrempelt haben. Ich habe noch heute Mut und Kraft, gegen Europas Skepsis und Resignation anzukämpfen, die schlimmste Krise, in die eine Gesellschaft fallen kann. Und ich möchte eine bündnisgrüne Brücke nach Osteuropa, nach Russland bauen, auf der wir Frieden, Freiheit, Menschenrechte, Demokratie, Umweltbewusstsein und Solidarität befördern. Ich bitte euch, mich dafür zu unterstützen, denn ich glaube, dieses Projekt gehört dazu, wenn wir Europa klar machen wollen. Danke, Werner. Bleibst du bitte in der Nähe? Werner, die erste Frage kommt von Horst Schiermeier vom KV Görlitz. Wie stehst du heute zum Atomausstieg und zur Agenda 2010? Die zweite Frage ist von Eckehard Schmidt aus dem KV Saarlouis. Was willst du gegen den Bau neuer AKWs in Europa machen? Dritte Frage vom Volker Deuss, KV Leipzig. Warum hast du dir kein Votum des Sächsischen Landesverbandes geholt? Also das Letzte will ich gleich beantworten, weil ich hier das Votum dieser BDK gerne haben möchte und weil ich glaube, dass die ganze Partei hinter so einem Projekt stehen sollte. Zu den Atomkraftwerken muss ich sagen, genau das ist ein Riesenproblem ja in Russland, weil dort 45 neue Atomkraftwerke geplant sind bis 2020 und momentan ein schwimmendes Atomkraftwerk in St. Petersburg im Bau ist. Das heißt, hier kommt unglaubliches Ungemach auf uns zu, womit wir uns beschäftigen müssen. Wir müssen vor allen Dingen die NGOs unterstützen in Russland, die sich dagegen wehren. Es gibt eine NGO, die 2,5 Millionen Unterschriften gesammelt hat gegen den Import von Atommüll, wo die anderen europäischen Staaten offensichtlich ihren Atommüll in Russland, in Sibirien loswerden wollen. Das ist ein enorm
kritisches Feld, was wir im Auge behalten müssen, wo wir Kontakt aufnehmen müssen, wo wir die Information und die Zusammenarbeit, die Kooperation verstärken müssen. Die Agenda 2010 habe ich sehr kritisch gesehen. Ich habe Hartz IV abgelehnt, weil ich damals das Gefühl hatte, dass wir damit eine Partei reaktivieren bzw. reanimieren, die als Linkspartei wieder gekommen ist. Eine Partei, die übrigens kein Europawahlprogramm hat, sondern deren Programm ist eher die Agenda 1917. Das ist so. Das ist so die Situation, in der eine Partei stehen geblieben ist, weil sie immer noch das verinnerlicht hat, was Lenin mal gesagt hat, der die Vereinigten Staaten von Europa abgelehnt hat. Und das scheint in dieser Partei immer noch zu sein. Deswegen würde ich sagen, wir sollten Ihnen vielleicht eine Sondervorführung von Goodbye Lenin spendieren im Wahlkampf. Das wird ganz gut ankommen. Danke, Werner. Damit haben wir die Vorstellungsrunde für den Listenplatz 8 abgeschlossen. Wir kommen jetzt zum Wahlgang. So, wir kommen jetzt zum Ergebnis des zweiten Wahlgangs für den Listenplatz 8. Es gab 3 Enthaltungen, 17 Nein-Stimmen. Ich bitte, das Ergebnis einzublenden. Jan-Philipp Albrecht 192, Werner Schulz 458, das Quorum 336. Den nach Werner Schulz gewählt. Und ich bitte Werner zu uns und zu erklären, ob er die Wahl annimmt. Werner, wir beharren auf einem gewissen Vorrecht, zunächst einmal zur Erklärung, ob du die Wahl annimmst. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, wirklich ganz herzlich. Ich bereue keinen Tag, den ich mich manchmal in dieser Partei geschunden, auch geärgert habe. Ich bereue keinen Tag. Ich bin glücklich, in dieser Partei geblieben zu sein und hier weiter mit euch zu kämpfen.